Hallo, ich bin der Igel. An meiner Seite die liebreizende, wundervolle Assistentin Laura. Hallo. Entschuldigung. Mittlerweile assistiert mir sie mir ja nicht mehr nur, sondern sie macht dir die ganzen Gegner kaputt. Ich spreche dir irgendwie die ganze Zeit rein. Schon gut. Ich spreche einfach nicht mehr in deine Begrüßungsformel rein. Doch, das war ja ganz richtig eigentlich, dass du Hallo sagst, aber... Alles gut. Achso, sorry. Ja, du hast ja alles wieder aufgehalten. Welche Waffe soll erneuert werden? Ja, ich rede jedes Mal anders. Der Speer? Ja, mal vom Thrillboy und den Peitscher. Die Peitsche haben wir so gefunden. Okay. Dankeschön, Digga. Hab dich lieb. Tschüss. Knutschi, knutschi. Knuff, knuff. Okay. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit dir spiele, weil wir die ganze Zeit so eher ein bisschen unterlevelig gespielt haben, dass das alles ein bisschen knapp werden könnte, aber ich glaube, das passt schon. Okay. Also dann wieder auf in die Kanone und dann zum Wascherpalast. Also momentan sind wir ja nicht unterlevelt. Ja, nee. Ja, nee, unterlevelt nicht, aber ich sag mal, als Kind habe ich es einfach ganz anders gespielt. Ich bin immer leveln gegangen. Jetzt merke ich natürlich auch voll, wie unnütz das war. Wurde ich auch immer alle Waffen gelevelt oder sowas, aber ich habe das so oft gemacht, ich habe einfach keine Lust mehr dazu. Kann ich gut verstehen. Wobei die Peitsche würde ich vielleicht schon, naja, wobei bei der ist eigentlich am unnötigsten. Eigentlich bei Schwert und Lanze, dass du die ein bisschen gelevelt hast. Ja, das reicht ja, wenn wir die immer zwischendurch ein bisschen wechseln. Ja, vielleicht auch mal die Axt oder sowas, aber die Axt werden wir sowieso später öfter brauchen. Sollen wir tauschen? Die Waffen? Können wir eigentlich, ja. Oder warte mal, wie sieht's denn gerade aus? Ich glaube, ich bin da noch am Leveln, oder? Weil die müsste jetzt ja auf Level 3 sein. Ja. Ja, dann behalt sie noch so lang. Ja, bis du dein Schwert auch auf Level 3 hast. Mhm. Nee, so. Huch, da ist doch gar nichts mehr. Egal. Ich habe nur auf die Blumen eingehackt. Okay. Eine Flugreise für 50 GM. Warum hast du denn jetzt keinen Akzent mehr? Weil ich ihn vergessen habe. Entschuldigung. Zum Wasserpalast. Guten Flug. Auf in die Kanone. Dring, dring, dring. Ist der Mario. Mhm. Den Akzent hast du vergessen. It's me, Canoni. Entschuldigung. Allerdings, wenn der rote Kleidung hätte? Nee, der sieht eher aus wie Hagrid. Immer noch. Stimmt. Das habe ich dir schon mal gesagt. Das fehlt dir. Aber nicht im MP. Oh, lustige Idee. Haha. Entschuldigung. Nein, ich hatte es aber völlig vergessen schon wieder, deswegen. So, wir bringen gerade... Na, nur Gegner? Oh, das ist, ja oh, das ist so unerwartet. Um die Kunden mal wieder abzuholen hier. Das letzte Mal haben wir den Mana-Samen von den Dieben zurückgeholt und sollen ihn wieder zurück nach Aquaria bringen. Aber bei Aquarias Palast... Aquaria. Ja, was habe ich gesagt? Nach Aquaria. Das klingt jetzt, wäre es ein Ort. Nach wo Aquaria wohnt. Wasserpalast. Genau, da sollen wir ihn wieder zurückbringen. Und deswegen sind wir hier. Oh, wir hatten gerade wieder einen unendlich Sterbenden. Da wäre garantiert eine Truhe rausgekommen. Und naja, auf jeden Fall ist er plötzlich überlaufen von irgendwelchen Monstern. Das verwirrt uns natürlich sehr. Und dann sagen wir, hä? Hä? Genau. Und wundern uns. Hä, was? Was denn hier los? Arbeit, Arbeit. So. Was ist denn mit dem Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. So. Okay. Links, rechts, oben, unten? Okay, rechts. Gehen rechts! Wenn ich die Wahl habe, gehe ich immer nach rechts. Okay. Kappa! Kappa! Aquaria! Ich habe Kappa gesagt! Kappa! Renn schnell weg! Wenn sie Kappa sagt, dann meint sie das nicht ernst. Deswegen auch so mal, oh, Igel, schön dich zu sehen, Kappa! Renn schnell weg! Oh ja. Achso, ich. Sorry. Oh ja, danke. Wen haben wir denn da? Gestatten, ich bin Markus von Imperium. Und obwohl ich Markus heiße, sehe ich viel besser aus als Dragonius. Gebt mir sofort den Samen oder Aquaria muss sterben. Nein, tut es nicht! Was macht ihr? Sie darf ja nicht sterben, sorry. Guter Junge, ändert sowieso nichts. Ich weiß. Ding, 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 ding. Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagt ihr nicht. Sollte ich euch etwas Lustiges erzählen? Warum Lustiges? Ahahaha. Ihr werdet jetzt sterben. Ja, aber okay. So, wir müssen jetzt gegen den Jabberwocki kämpfen. Und der ist gar nicht so schwer.
wenn Kurt sich mal ein bisschen raushält aus der Scheiße. Jetzt müssen wir wieder unseren ganzen Lebenswasser für das Stück Scheiße verbraten. Ich treffe ihn nicht. Übrigens, was ich auch mitbekommen habe, ist, die Hitbox von dem Ding ist relativ niedrig. Also du brauchst nicht auf die Köpfe einschlagen, immer nur auf den Körper. Und du kannst sogar ein bisschen eher so auf die Füße schlagen. Aua. Mach ich eigentlich. Okay. Welche Zauber? Eigentlich haben wir nur Schlammbombe, weil das ist eine Wasserkreatur. Und da ist Frost da eh scheiße. Okay. Heilen wäre vielleicht angemessen. Wollte ich gerade machen. Okay. Aber du bist mir zuvor gekommen. Haha. Meine Spezialität. Ich weiß nicht, ob das was ist, womit man angeben sollte. Was? Ach ja. Das ist so ein bisschen wie Sachespruch hier. Bei mir erlebt jede Frau ihren Höhepunkt. Zumindest meinen. Du hast dich da irgendwie selber ein bisschen eingekesselt. Du hast ihn nicht verstanden, du fandst ihn echt so schlecht. Aber ist egal, war von Sache. Heilung? Ja, ich fand ihn so schlecht, dass ich gar nicht drauf reagiert habe. Ja, dann halt nicht Heilung, stören wir halt alle. Ich bin nicht rechtzeitig draufgekommen. Ich habe Heilung schon vorher gesagt. So. So, Heilung, erstmal Heilung. Definitiv erstmal Heilung. Ich habe das rechtzeitig gesagt, du warst wahrscheinlich noch so geflasht von Sache Spruch. Ich habe gedacht, du hättest Hallo gesagt. Ach so. Heilung? Ja, hallo, na? Wir sterben. Was, wie geht's denn? Oh. Nee, ist nicht schlimm, dann kriegst du ja Erfahrungspunkte wenigstens. Okay. Alles okay, nicht so schlimm, dann kriegen wir... Ich bin Scheiß. Eigentlich schon wieder zerschlagen, oder du? Ich glaube, das war schon wieder du. Und die Kobolden. Kurt, die Kobolden. Ach ja, ich finde das schön. Und weiter geht's. Ihre Eltern haben gedacht, es wäre ein Mann. Ja. Bogen abbehalten. Für die einen ist es ein Penis, für die anderen der größte Kitzler der Welt. So. Oh. Der ist nicht schlecht. Oder? Doch. Doch. Okay, erst ich bringe ihn wieder. Fürs Erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie noch nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Aha, gehen wir gleich mal draußen gucken. Das habe ich übrigens gefunden. Müssen sie verloren haben. Peitschen aufhalten. Igel, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen. Warum nicht nach dem Rechten sehen? Das hätte sich gereimt. Denke daran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf kann dich ins Hochland befördern. Benutze das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Was war mit ihr los? Egal. Die klingt doch schon, hat sie wieder zu viel geraucht, oder? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie diesmal ein bisschen gekifft, glaube ich. Kraft des Samen verhalten. Das okay, hat er natürlich nie gesagt. Dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Samen her, um sie zu besiegen. Musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Ja. Fresh Tea? Oder das. Treppentourette. Wollte gerade sagen. Wir müssen jetzt eigentlich ins Hochland. Was hatte ich gesagt? 13? Wie 13? Als wir angefangen haben? 12. 12? Okay. Also haben wir noch über 10 Minuten. Eigentlich können wir jetzt ins Hochland reisen. Aber wir können halt noch einen Gegenstand holen. Und der ist auf Dauer recht nützlich. Deswegen würde ich das jetzt auch machen. Dazu müssen wir wieder einmal zum Elvendeich. Kannst du dich erinnern? Ist nicht so schlimm. Ja, weiß ich. Der Hammer. Danke. Hammer Mama. Yeah. Was? Ach, schön. Hammer Time. Kennt das? Italienischer Akzent? Nein. Das ist ja blöd. Wir müssten laufen den Weg. Oder wir gehen später hierher. Aber es dauert eine ganze Weile, bis man wieder hierher kommt. Komm, wir laufen. Was rausschneiden oder drin lassen? Ist ganz schöner Weg. Ja, schmeiß raus. Okay, wir rennen jetzt wieder zum Elfenteich. Ich erkenne den Weg ja. Fliegen können wir nicht mehr.
Bis dann. So, und wir haben uns einfach mal gebeamt. Und zwar hier wieder rein in den Zwergendörfle. Und da ist ja der Zwergendorfälteste. Na, trau dich, trau dich, trau dich. So, ich so. Und, wie war es bei den Dieben? Ja, wir sind schon lange weg. Gut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Geschenk für euch. Dieser Hammer hat magische Kräfte. Das ist ja der Hammer. Schrumpfhammer halten. Wenn wir jetzt geschrumpft werden, können wir uns wieder groß machen. Das ist sehr praktisch. Oder uns selbst schrumpfen. Was auch cool ist. Was wir eigentlich nicht brauchen. Ich will ihn doch nur zeigen. So, das ist der Schrumpfhammer. Also hier kann man auch wieder wie das Wundertau unendlich oft benutzen. Also den hast du einmal im Inventar. Und er ist halt auch pink. Und ja, kann dich halt, wenn du klein bist, groß machen. Ich weiß es. Und ich bin langsam. Ist so niedlich. Oh Gott, jetzt habe ich echt das Gefühl, ich spiele mit der echten Laura. Arsch. Oh. So klein bin ich auch nicht. So neben mir ist das schon so, das kommt hin. Nein, du bist ein Kopf größer. Ja, nee, guck mal, wie groß dein Kopf ist. Das ist nur ein Kopf größer. Guck, stell dich hin. Da, zack. Ach, Mann. Manu. Arsch. So groß bist du nicht, wie du dich fühlst. Das darfst jetzt auslegen, wie du willst. Okay. Manu. Dafür habe ich fast so viele Abonnenten wie Gronkh. Hatte? Ich hatte auch mal mehr, also ist nicht. Ist halt nur sehr lange her. Ich wollte einfach, dass du wieder sagst, du bist nicht so groß, wie du dich fühlst. Was jetzt ganz gut gepasst hätte dann. Ja. Aber egal. Warum sollst du es zweimal sagen? Weil es ein völlig anderer Kontext gewesen wäre. Vom Wasser war das ist kürzer, würde ich sagen. So, wir fliegen jetzt ins Hochland. Achso, wann haben wir jetzt wieder angefangen aufzunehmen? Unten, achso, vor 2 Minuten. Ungefähr, ja? Mhm. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vielleicht schaffen wir in der Hochland noch die erste Quest. Ich weiß nicht, ob wir den Endboss da noch schaffen. Ich würde sagen, den lassen wir noch weg. Dann machen wir wieder einen spannenden Cliffhanger. Ja, denn ich habe euch jetzt schon gesagt, dass es wieder einen nächsten Endboss geben wird. Völlig unerwartet. Dann das. Okay, wir sind wieder beim Wasserpalast und rennen wieder den Weg zur Kanone. Ist ja nicht schon oft genug gelaufen. Naja, und wieso? Noch einmal umsonst. Wieso nimmt den Hagrid eigentlich nicht auf seinem großen Motorrad mit? Aha, ha. Das war so witzig, ha. Schön, dass du dich meinem Niveau anpasst. Ja. Nach der Zeit kann man nicht anders, weißt. Ja, wenn du dich mit dem Igel einlässt, veränderst du nicht den Igel. Der Igel verändert dich. Na. Macht's auch nichts so. Okay, 50 Gänge Flug, Hochland. Geht durch das hier, den 4 Jahreszeitenwald, um ins Hochland zu kommen. Auf für die Kanone. Tschüss. 4 Jahreszeitenwald? 4 Jahreszeitenwald? Wie kann denn an einem Wald 4 Jahreszeiten herrschen? Tja, gut gefragt, aber es ist ein Spiel, hier geht das, Mann. Labert doch nicht so viel rum. Ihr müsst nicht da rumdiskutieren, ob das möglich wäre oder nicht. Ich finde das echt nervig. Nehmt's doch einfach mal hin und lasst euch aufs Spiel ein. Mann. Ich finde es immer noch faszinierend, dass mich diese Weltkarte die ganze Zeit an Tales of Phantasia erinnert. Naja, es ist halt Super Nintendo. Gerade bei so Mode 7, da sieht er immer irgendwie so ein bisschen eigentlich aus, gerade bei Fantasy. Geh vor, Kurt, du kennst dich ja besser aus, oder? Aua, ich bin auf meinen Kopf gelandet. Das macht nichts. Kopf, meinst du damit etwa die große Beule auf deinem Hals? Nein, das ist mein Adamsapfel. Ach so. Ja. Muss mit einem sprechen. Sissi. Zap, zappi, zapp. Hört mal, das ist bestimmt ein Brunftschrei eines Zapflermännchens. Brunft. Ich renne manchmal in eine Disco und mache mal Brunft, Brunft. Blödsinn, er weint. Minusmonster haben sein Dorf überfallen. Okay. Das würde mir Angst machen. Hallo Berti, wie unerwartet. Hallo, ich musste einfach mal raus. Aus der Höhle, an die Luft. Schön. Dim, 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 dim. Wir haben keine Orbs, oder? Welche Waffe soll erneut werden? Ich glaube, doch ein, oder? Doch, nee, 2. Stimmt. Haha. Oh. Wie praktisch. Wie überaus praktisch. Okay, dann müssen wir einmal runter. Und hier durch. Oh, ein Babyzappler.
Guck ihn dir an. Ist er nicht süß? Zap, zap, zu. So, ja, ich gehe durch den Wald, ne? Wir können uns selber zu Babyzapplern machen, indem wir uns klein machen und zappeln. Jetzt habe ich schon den Kater geschlagen. Oh, ob der jetzt davon einen Kater hat? Okay. Hier gibt es Sachen zu kaufen, glaube ich. Ach, echt? Schönes Wetter heute. Geht so. Das ist die Frage, ob es sich lohnt. Kaufen. Kaufen. Nee, warte mal, das haben wir doch schon alles. Ah, nee, das ist neu. Der Helm. Eins. Zwei. Und verkaufen. Noch etwas? Verkaufen. Okay. Einmal den hier. Endlich werde ich mal dieses pinke Haarband los. Ja, das hast du ziemlich lange. Im Vergleich zum restlichen Spiel. So. Noch etwas? Nein. Auf Wiedersehen. Okay. Mist, du warst schneller. Ich bin immer schneller. Bei dem kleinen Mini war ich immer schneller. Verdammt, ich rech mir nur selber noch die Kacke hier. Zieh dich lieber an, bevor du Schaden kriegst. Also dich erkältest. Nein, aber bevor die dich schlagen. Okay. So, da wollte ich mal nackt sein. Mein Körper. Ja, aber das konnte ich einfach nicht ertragen. Nicht während der Aufnahme, hier gucken Kinder zu. So, okay. Flip. Diese blöden Krabben kenne ich auch aus Children of Mana. Ich habe sie gehasst. Ich habe euch gehasst, hörst du? Die können halt durch ihre Donnerklinge manchmal ganz schön Schaden austeilen, aber da die eh nicht so viel machen. Egal. Töten oder weiter? Töten. Okay. Wenn ich sie frage... Nein! Nein! Ja, wenn du wieder zurückgibst, gibt es nichts Neues. Ich weiß. Das war auch nur ein Witz. Okay. Ich wollte die Dramatik vergrößern. Ist er jetzt tot oder lebt er noch? Ja, aber lebt noch. Jetzt zurück. Poseidon-Kröte. Ja, wegen der Gabel. Nee, aua! Echt. Echt jetzt. Das entsetzt mich jetzt aber. Die Anspielung habe ich nicht verstanden. Ja, du kennst doch nicht aus. Oh, was? Wie kannst du so etwas nur zu mir sagen? Du bist ein böser Igel. Nachdem ich dir erklärt habe, wer Tantalus in der griechischen Mythologie ist? Ich wäre nicht so vorlaut. Nachdem ich dir erklärt habe, wer Medusa in der Mythologie ist? Das musstest du mir nicht erklären. Doch, du hast nämlich keine Ahnung gehabt? Total. Hey, was soll das mit den Schlangen und... Und was, die muss sich selber angucken, um zu versteinern? Was? Das ist sowieso Quatsch, die Augen zu machen. Was? Sie wurde zur Medusa, der hässlichen Schlangenbestie, weil Athena sie verflucht hat, weil sie was mit Poseidon in ihrem Tempel hatte? Was? Das ist sowieso so ein Quatsch, weiß Zeus hat sie alle geknallt, ist keiner durchgedreht. Ja, aber nicht in ihrem Tempel. Außer Hera, aber sonst. Ja, die hat da auch geknallt. Ja, deswegen war die ja zickig. Manchmal. Dup, dup. Ich bin dein Vater. Schenk mir Kinder, komm. So. So, das ist Zapladorf übrigens. Wir befreien das gerade von den bösen Minos-Monstern. Die aussehen wie Sandan. Ja, nur mit Blau. Ich finde, eher sehen aus wie Sonic. Ja, doch, wie Sonic sehen sie auch aus. Okay, ich glaube, einfach nur rausgehen reicht. Einmal rausgehen? Ja. Die Zappler können jetzt wieder in ihr Dorf zurück. Zap, zap, zap. Und hier gibt es oben nochmal zwei... Mhm. Zwei, Orbs. Ups. 35. Ja, ich denke... Mein Tod. Klau ein Orb. Mal sehen, hast du den besten Orb? Na klar, der schlechteste Waffe ist definitiv. Axt-Orb erhalten. Alles klar. Nee, nee, nee. Welche Waffe soll erneuert werden? Die Insektenklaue. Okay, was noch? Das Beil. Bitteschön, tschüss. Okay. Und dann speichern wir noch beim Kollegen Raffi Raffzahn. Schönes Wetter heute. Ist das schön hier. Wie kann ich euch helfen? Speichern? Den Spielstand speichern? Ja, was denn sonst? Okay. Okay, gut, das war's schon. Können nach Hause gehen. So, ich würde sagen, beenden wir die Folge hier. Im süßen kleinen... Ach nee, warte mal, wir haben noch einen kleinen Story-relevanten Teil. Ja, das hätten wir machen sollen, bevor wir speichern. Egal, machen wir es jetzt. Zappel, zapp, zipp. Aua, mein Kopf, ja.
Alter, hast du ihn gezappelzippt? Hey, alles okay? Ja, ey, ich kann mich wieder erinnern. Die Reihenfolge der vier Jahreszeiten ist des Rätsels Lösung. So, und dazu speichern wir jetzt nochmal. Schönes Wetter heute. Was kann ich helfen? Speichern. Den Spielchat speichern? Ja. Okay, das hatten wir alles gerade schon mal. Laura ist müde, die redet auch kaum noch. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein bisschen sauer auf mich. Ja, ich bin immer noch sauer wegen dem Saftverspruch. Ja. Entschuldigung. Schäm dich. Okay. Schäm. Ich mach keine LPs mehr mit dir. Sternchen, schäm, Sternchen? Na gut, vielleicht. So noch ein Hundeblick drauf. Sternchen, Hundeblick, Sternchen? Okay. Oh. So macht man das mit den Frauen, Leute. Pat, pat. Oh. Okay, du darfst aber wieder die Leute verabschieden. Das ist was Nettes. Ja, war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Okay, das hört sich wie im Fernseher an. Egal, war schön, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Puh. Tschüss.